Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportzool at Home. Ich bin Michaela und ich mache heute mit euch einen kleinen Rückenfit-Kurs. Wir starten mit einem Warm-up. Dazu stellen wir unsere Beine in eine weite Grätsche. Wir atmen erstmal ein und aus. Nochmal ein und aus. Noch einmal. Ein Side to Side. Rechts, links. Rechts, links. Noch vier, drei, zwei, wir kreisen die Schultern im Wechsel nach hinten, rechts, links, noch viermal, drei, zweimal, wir nehmen die Ellbogen mit dazu, machen kleine Kreise mit den Armen. Vier, drei, zwei und große Kreise. Noch vier, drei, zwei, Lat Curl, die Arme lassen wir weg. Viermal, drei, zweimal, zurück zum Side-to-Side. Noch vier, drei, zwei, wir kommen zum Step-Touch, wir ziehen die Füße aneinander ran. Wir nehmen die Arme nach unten, Handinnenflächen zeigen nach hinten. Und wir schieben die Arme hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Wir verändern das Ganze. Wir nehmen die Arme hoch, rechter Arm nach außen, zurück, tief. Das gleiche mit links. Nochmal rechts und links. Noch vier Stück. Drei. Noch zwei. Noch einmal. Wir lassen die Arme weg, nur den Step Touch. Noch vier. Drei. Zwei. Wir überkreuzen vorne. Und wir tippen nach vorne auf. Wir heben die Knie nach oben an. Noch viermal. Drei. Zwei noch. Wir tippen nochmal nach vorne auf. Noch vier, drei, zwei und wir bleiben am Platz. Wir stellen unsere Beine in einen hüftbreiten Stand. Unsere Knie sind leicht gebeugt. Wir atmen erst nochmal ein, atmen aus, legen die Hände auf die Oberschenkel, machen den Rücken rund. Wir rollen uns von unten nach oben auf. Nochmal einatmen. Aus, Hände auf die Oberschenkel legen, den Rücken rund machen. Wir rollen uns von unten nach oben auf. Nochmal einatmen. Aus, nehmen die Hände auf die Oberschenkel, machen uns rund. Von hier aus ziehen wir uns mit dem Rücken in die Gerade. Dann nochmal rund werden. Von unten nach oben aufrollen. Und noch einmal einatmen. Hände auf die Oberschenkel legen, den Rücken rund machen. Wir ziehen uns in die Gerade, ziehen die Arme nach außen. Nochmal die Hände auf die Oberschenkel legen, den Rücken rund machen und von unten nach oben aufrollen. Noch einmal einatmen.
aus, die Hände auf die Oberschenkel legen, den Rücken rund machen. Wir ziehen uns wieder in die Gerade, ziehen die Arme nach außen. Wir drehen uns einmal nach rechts, drehen uns zur Mitte zurück, drehen uns nach links, drehen uns zur Mitte zurück, legen die Hände auf die Oberschenkel, machen den Rücken rund. Von unten nach oben aufrollen. Noch einmal einatmen. Aus, die Hände auf die Oberschenkel legen, den Rücken rund machen. Wieder in die Gerade ziehen. Arme ziehen nach außen. Wir drehen uns zur rechten Seite. Drehen uns zur Mitte zurück. Wir drehen uns nach links. Drehen uns zur Mitte zurück. Legen die Hände auf die Oberschenkel, machen uns rund und rollen uns von unten nach oben auf. Ihr könnt hier bleiben, ich drehe mich leicht zu einer Seite, damit ihr mich sehen könnt. Knie leicht beugen, Oberkörper ist gerade, die Arme sind an der Seite. Wir beugen den Oberkörper gerade nach vorne in eine Tischposition und richten uns dann wieder auf. Und noch einmal gerade vorbeugen und wieder aufrichten. Nochmal vorbeugen und wieder aufrichten. Noch einmal ohne die Arme, dann nehmen wir die Arme dazu. Wenn wir uns jetzt vorbeugen, ziehen wir einmal den rechten Arm vor und dann wieder aufrichten. Dann ziehen wir einmal den linken Arm vor. Wieder aufrichten. Noch einmal rechts. Und wieder links. Nochmal rechter Arm. Und den linken. Jetzt ziehen wir beide Arme nach vorne. Und richten uns wieder auf. Nochmal vorbeugen. Und aufrichten. Und noch einmal. Noch zweimal. Dann bleiben wir hier und wir ziehen die Ellbogen zu den Rippen, ziehen die Arme wieder lang nach vorne. Nochmal, Ellbogen zu den Rippen ziehen. Wieder lang nach vorne. Und noch einmal, tief und lang. Tief, lang vor. Nochmal, zieh vor. Noch vier Stück. Zieh. Und vor, noch drei. Vor, noch zweimal. Und noch einmal. Wir legen die Hände auf die Oberschenkel, machen uns rund, lassen den Kopf ganz locker hängen. Schüttelt auch ruhig mal den Kopf, damit der Nacken entspannt. Wir rollen uns langsam von unten nach oben auf. Wir nehmen unsere Arme an die Seite, sodass die Ellbogen auf Schulterhöhe sind. Knie wieder leicht beugen. Wir beugen den Oberkörper vor. Drehen uns zur rechten Seite. Drehen uns zur Mitte zurück. Richten uns wieder auf. Dann nochmal vorbeugen. Nach links drehen. Zur Mitte zurück. Wieder aufrichten. Und noch einmal vorbeugen. Nach rechts drehen. Zur Mitte zurück und aufrichten und nochmal vorbeugen, nach links drehen, zur Mitte, aufrichten und noch einmal vor, nach rechts drehen, zur Mitte zurück, aufrichten, nochmal vor, nach links drehen, zur Mitte zurück, aufrichten, noch einmal jede Seite, vorbeugen. Nach rechts, zur Mitte, wieder aufrichten, noch einmal nach links. Wir legen noch einmal die Hände auf die Oberschenkel, machen uns rund, lassen den Kopf ganz locker hängen. Und wir rollen uns langsam von unten nach oben auf. Wir gehen
gehen jetzt runter auf den Boden in einen Vierfüßlerstand. Ihr geht so runter, wie es bei euch möglich ist. Achtet darauf, dass die Knie unterm Hüftgelenk sind und die Handgelenke direkt unterm Schultergelenk. Wir strecken den rechten Arm nach vorne aus, das linke Bein nach hinten. Zieht euch ganz lang. Jetzt zieht ihr Ellbogen und Knie zusammen, macht euch rund. Und dann zieht ihr euch wieder in die Länge. Nochmal rund werden. Und wieder in die Länge ziehen. Und noch einmal rund. Und in die Länge ziehen. Rund werden. Und wieder lang. Noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal. Setzt euch einmal ganz kurz nach hinten ab. Die Arme dürft ihr an der Seite ablegen, die Stirn, wenn möglich, am Boden ablegen. Wir gehen nochmal in einen Vierfüßlerstand. Gleiche Ausgangsposition. Wir ziehen den linken Arm nach vorne und das rechte Bein lang nach hinten ziehen. Und hier ziehen wir auch wieder Ellbogen und Knie zusammen und wieder lang ziehen. Machen uns rund und in die Länge ziehen. Rund werden. In die Länge ziehen. Rund. Lang. Noch viermal. Noch dreimal. Noch zweimal. Und noch einmal. Dann ruhig noch einmal kurz nach hinten absetzen, die Arme locker an der Seite ablegen, die Stirn, wenn möglich, am Boden ablegen. Wir gehen noch einmal in einen Vierfüßlerstand. Stellen jetzt das linke Bein nach hinten auf, sodass die Fußspitze hinten aufgestellt ist. Den rechten Arm nehmen wir zur Seite. Jetzt ziehen wir den rechten Arm unterm linken Arm durch. Und dann kommen wir zurück und versuchen uns so weit wie möglich aufzudrehen. Dann nochmal. Zieht durch. Dreht euch auf. Nochmal durchziehen. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, hinten die Fußspitze abheben, dann wird es etwas schwieriger fürs Gleichgewicht. Dann werdet ihr merken, ihr dürft euch nicht so weit drehen, weil ihr sonst kippt. Noch zweimal. Noch einmal. Und dann absetzen. Wieder in den Vierfüßlerstand kommen. Wir stellen die rechte Fußspitze nach hinten auf. Nehmen den linken Arm nach außen. Ziehen den linken Arm unterm rechten Arm durch. Und dann ganz weit aufdrehen. Nochmal weit unten durchziehen. Weit aufdrehen. Und hier dürft ihr natürlich auch wieder die Fußspitze abheben, wenn das möglich ist. Denkt dran, nicht zu weit zu drehen. Noch zweimal. Und absetzen. Wir gehen jetzt in die Bauchlage, das heißt, wir legen uns jetzt mit dem Bauch, mit dem Oberkörper auf die Matte. Stellt hinten die Fußspitzen auf,
Knie sind abgehoben. Die Arme nehmt ihr an die Seite in ein U. Arme sind leicht abgehoben und ihr hebt den Oberkörper weiter ab. Kommt dann wieder etwas tiefer. Nochmal abheben und tiefer. Und noch einmal abheben und tief. Hoch und tief. Noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal. Und dann einmal ablegen. Ihr dürft ruhig mal die Stirn auf den Händen kurz ablegen. Wir nehmen noch einmal die Arme in ein U. Noch einmal die Fußspitzen hinten aufstellen. Arme leicht abheben. Wenn wir den Oberkörper abheben, heben wir das rechte Bein dazu noch ab. Dann kommen wir wieder tief. Das gleiche mit links. Und wieder tief. Nochmal rechts. Und links. Und noch einmal rechts. Wieder links. Noch zweimal jede Seite. Und noch einmal. Und auch wieder kurz ablegen. Wir drücken uns nochmal nach oben und kommen zum Sitzen. Wir stellen unsere Fersen auf, halten uns unten an den Oberschenkeln, ziehen uns im Oberkörper lang. Wir lehnen uns nach hinten, lösen die Arme. Wir lösen die Beine. Wir halten nur, mehr nicht. Noch vier. Drei. Versucht euch lang zu ziehen. Zwei. Und kurz lösen. Einmal ganz bequem hinsetzen. Wir richten uns noch einmal auf, noch einmal die Fersen aufstellen, Oberkörper lang ziehen. Wir lehnen uns nach hinten, lösen die Arme, lösen die Beine. Wir nehmen einmal den Oberkörper nach rechts, die Beine nach links und dann gehen wir auf die andere Seite. Nochmal wechseln und wechseln. Und noch einmal wechseln. Wieder zur anderen Seite. Versucht auch den Oberkörper ein Stückchen weiter immer zu drehen. Noch einmal jede Seite. Und einmal kurz absetzen. Nochmal eine kurze Pause. Ruhig mal den Oberkörper locker nach vorne hängen lassen. Den Oberkörper auf, machen noch so ein, zwei Dehnungen. Nehmen noch einmal die Fersen nach vorne, stellen die Fingerspitzen hinten auf, schieben den Oberkörper nach hinten, schieben das Brustbein nach oben Richtung Decke, schaut nach oben, zieht hinten die Schulterblätter zusammen. Und dann lösen, macht euch nochmal rund, lasst euch rund nach vorne hängen. Wir richten uns auf, kommen über die Seite nach oben zum Stehen. Wir stellen uns noch einmal in einen hüftbreiten Stand.
Nimm die Hände hinten an die Lendenwirbelsäule, Knie gestreckt lassen, Brustbein nach oben schieben, Kinn aufs Brustbein legen. Wir schieben die Hüfte vor, beugen den Oberkörper nach hinten, haltet hier. Dann mal lösen, mit gestreckten Beinen nach vorne hängen lassen. Nehmt die Hände hinten an die Waden und versucht den Oberkörper weiter Richtung Oberschenkel zu ziehen. Dann langsam wieder lösen. Wir stellen uns nochmal in eine etwas weitere Grätsche. Lassen uns nochmal nach vorne hängen. Gehen mit dem Oberkörper zum rechten Bein und versuchen uns weiter zum rechten Bein zu ziehen. Dann zur Mitte zurück und wir gehen einmal zum linken Bein. Und wir kommen zur Mitte zurück, beugen beide Knie, legen die Hände auf die Oberschenkel, machen uns rund im Rücken. Von hier aus ziehen wir uns nochmal in die Gerade, lang ziehen und noch einmal rund werden. Und nochmal in die Gerade ziehen und noch einmal rund werden. Dann rollen wir uns langsam von unten nach oben auf. Kreisen noch einmal die Schultern nach hinten. Ein letztes Mal. Schließen unsere Beine. Dann hat es mich gefreut, dass ihr wieder mitgemacht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.